In der Heiligen Messe feiern wir jetzt den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken dabei heute besonders der Lebenden und Verstorbenen der Pfarrgemeinde. Christine Dirksmeier, Agnes und Josef Werner, Lebenden und Verstorbenen der Familien Everslohre, Albert und Manfred Glocke, Norbert Kappius, Heinz und Thea Werner, Paul, Anna und Martha Grenzer und Angehörige, Clemens und Gertrud Sonntag und Angehörige, Ursula und Ludwig Kröger und Angehörige, Familie Stoffen-Sklenke, Familie Brink, Bernhard Werner, Familien Fraune, Gertrud Menne, Elisabeth Nolte, Thea Clemens und Philipp Weber, Josef und Auguste Plass, Lebenden und Verstorbenen der Familien Sieland Körner, Franz Evers. Herr, gib allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Die Kollekte in der Heiligen Messe ist heute für die Pfarrgemeinde. Thank you.
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der von den Toten auferstanden ist, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen Ostern feiern. Dafür haben wir uns hier in der Kirche versammelt. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, aber auch alle, die über das Internet, jetzt über den Livestream, mit uns in dieser Stunde verbunden sind im Gebet. Und ich weiß, dass einige eingeschaltet haben, nicht nur aus Thüle, sondern auch darüber hinaus. Auch meine Freunde aus Gütersloh grüße ich, die mir jetzt hier zugucken. Und ich denke, es ist schön, dass wir Ostern feiern dürfen, denn es ist eines der höchsten und schönsten Feste, die wir haben. Wir dürfen jubeln und uns freuen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Das ist die Botschaft von Ostern, das ist der Grund zu jubeln. Wir haben eine Hoffnung als Christinnen und Christen, die uns nichts und niemand nehmen kann. Die Hoffnung auf das ewige Leben. Lasst uns in diesem österlichen Glauben den Herrn Jesus, der auferstanden ist, um sein Erbarmen bitten. Gott, erbarme sich unser. Erlass uns unsere Sünden nach. Führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Lichte des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot. Denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und der Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, da sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie. Der junge Mann aber sagte zu ihnen: Erschrecket nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und auch dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kommunionkinder, freue mich, dass so viele von euch da sind, auch die letzten Tage schon immer. Ich würde gern die Predigt heute mit einem kleinen Spiel anfangen. Also da muss man nicht viel machen, nichts sagen. Wer ist denn mutig und kommt mal zu mir und macht so ein kleines Spiel mit mir? Einfach nur Mut, ist nicht schwer. Ja? Ich sehe schon mutige Kinder. Wer meldet sich? Es gibt auch eine Überraschung. Ja, oh. Gehen Sie mal so weit nach vorne, vor den Leuten und vor den Kameras. Ah, zu zweit. Ja, ist gut. Glück habe ich hier noch vorne. Welches eigentlich zu haben? Gut aus draußen. Okay. So, das Lederei ist bei mir geblieben. Und das Ganze heißt Eierkitschen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es ist was Ostwestfälisches, habe ich im Internet noch nachgeguckt. Also, ich halte jetzt mein Ei so in der Hand und du machst mit deinem Ei da drauf. Und wo die Schale kaputt geht, der hat verloren. Meinst du, das kleine gewinnt immer? Das werden wir jetzt sehen. Also ich habe verloren, meine Schale ist kaputt. Jetzt dürft ihr beide noch gegeneinander antreten. Und? Oh, du hast gewonnen. Sehr schön. Aber zum Trost dürft ihr eure Eier behalten. Vielen Dank. Ja?
Ja. Ein schönes Osterspiel. Das habe ich als Kind immer gerne gemacht, zu Hause mit meinen drei Geschwistern. Da gab es ja auch die Ostereier schön gemacht. Und ja, wir haben das immer so gespielt. Natürlich war man dann immer enttäuscht, wenn man verloren hatte. Aber eine Schale ist schon wichtig für das Ei. Es ist ein Schutz für Eigelb und Eiweiß, aber auch für das Leben, das in dem Ei heranwächst. Denn normalerweise endet ein Ei ja nicht auf unserem Frühstückstisch oder in der Pfanne, sondern ein Huhn brütet und daraus kommt dann ein neues Leben. Das kennt ihr Kinder auch, ne? Wir nennen das dann ein Küken. Es muss picken, um aus der Schale herauszukommen. Wenn das Ei alles zu eng wird, dann ist es Zeit zu schlüpfen. Und liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, schon die ersten Christen hatten das Osterei entdeckt als ein schönes Symbol für die Auferstehung. Denn so ein Ei sieht wie ein lebloses Ding aus, wie tot. Wenn man es von Weitem sieht und es nicht gefärbt ist, könnte man es vielleicht mit einem Stein verwechseln. Sie dachten, ach, wenn aus einem wie tot ähnlichen Ding Leben herauskommt, dann passt das doch zum Herrn. Jesus, der gestorben war, den aber der Tod nicht festhalten konnte und der herausgeschlüpft ist aus den Banden des Todes. Das ist die Botschaft von Ostern. Und die Ostereier dürfen uns heute an diese Botschaft erinnern. Sie ist für uns eminent wichtig als Christinnen und Christen. Denn stellen Sie sich mal vor, wir würden sagen, ja, Jesus, der hat gelitten und ist gestorben, ist begraben worden und das war's. Liebe Kommunionkinder, erinnert ihr euch, als wir den Kreuzweg gegangen waren, die Bilder angeschaut, die hier an der Wand, da und da geht's weiter. Wisst ihr noch? Ja, ne? Und am Ende haben wir uns aber auch die Osterkerze, es war noch die alte Kerze, angeschaut und haben gesagt, mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Da ist nicht Schluss, sondern es gibt ein Happy End. So habe ich es gesagt. Das Happy End ist, dass Christus aufersteht. Er hat zwar gelitten, er ist gestorben und das war kein leichter Weg für ihn, das war schrecklich, aber es gibt dieses Happy End. Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie vielleicht gerade in diesen Tagen, mir ging es auch am Karfreitag so, dass ich an viele Menschen gedacht habe, die schon von mir gegangen sind, Vater, Freunde, auch Familienangehörige. Und wenn Sie an die denken, dann geht es Ihnen vielleicht wie mir als Christin, als Christ, zu wissen, Sie sind nicht irgendwo hingegangen, sondern Sie sind zum Vaterhaus gegangen. In das österliche, das ewige Leben hinein. Das gibt bei allem Schmerz auch Trost und auch Halt. Denn das glauben wir. Dafür steht das Osterei. Denn ist ganz egal, wer beim Eierkitschen gewinnt oder verliert. Heute habe ich verloren. Aber nicht schlimm, das Ei schmeckt genauso gut wie das andere Ei, das gewonnen hat. Letztendlich ist es wie im Leben. Es geht nicht immer alles glatt. Manchmal geht was kaputt, manchmal geht was daneben. Manchmal passiert etwas, das uns wie Verlust, wie Niederlage aussieht. Aber letztendlich ist doch alles gut für uns Christen,
weil wir glauben, dass das Wesentliche, das Eigentliche uns niemand nehmen kann. Und das ist der Inhalt des Eis. Wenn die Schale kaputt ist, Ei schmeckt noch genauso gut wie immer. Von daher kann man zu Ostern sagen, Jesus gestorben, Niederlage, aber dann doch Ende gut, alles gut. Die Botschaft von Ostern sagt uns, Gott schafft Leben und Zukunft. Im Vertrauen darauf bitten wir. Wir beten für die Menschen in der Ukraine und im Heiligen Land und für alle Völker der Erde, die sich nach Frieden sehnen. Gott, unser Vater. Ihr bittet mich. Wir beten für alle Menschen, die in diesen Tagen sehr traurig sind, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Gott, unser Vater. Ihr bittet mich. Wir beten für alle Menschen, die Opfer von Katastrophen und Terror geworden sind. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Wir beten für alle unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Gott, du Freund des Lebens, du erleuchtest die Welt und unser Leben durch die Auferstehung deines Sohnes. Für diese Hoffnung danken wir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Udo Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater, vor allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Auferstandene trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin König, dass du ein Gießen gemeint hast. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vor dem Segen möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen, vor allem an euch Kommunionkinder, dass ihr so toll diese Tage mitgegangen seid und auch bei den beiden, die mir bei meiner Predigt geholfen haben, ohne die hätte das ja gar nicht funktioniert. Und auch bei meinen Messdienern herzlichen Dank, guck mich um, super gemacht, und bei allen, die in der Messe hier auch gestaltet haben, musikalisch, Vorträge oder andere Dienste. Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an dieser Stelle einmal an Frau Wester. Gerade diese Festtage sind immer besonders anstrengend. Ich weiß, wie viele Stunden sie hier in der Kirche und Sakristei zubringt. Da ist sie fast mehr in der Kirche als zu Hause, könnte man so sagen. Aber es hat sich auch gelohnt, wie man sieht. Wieder, da ist eine Floristin an ihr verloren gegangen. Und Dankeschön für diesen Mühe und Aufwand. Und bedanke mich auch ganz herzlich beim Filmteam, liebe Kameraleute und lieber Regisseur oder Bildschnitt oder wie das heißt. Herzlichen Dank, dass wir das in Thüle haben. Es ist bei Corona entstanden und sie haben gesagt, wir machen das weiter. Das ist prima auch für unsere Älteren und Kranken, aber auch für Leute, die inzwischen ja, Freunde sind für Thüle, auch die von außerhalb einschalten. Und denen möchte ich ebenso wie Ihnen jetzt noch ein frohes, ein gesegnetes Osterfest sagen. Ja, die Messdiener werden gleich noch Eier verteilen. Wer macht das? Eins, zwei. Die beiden Kochs machen das. Und die stehen dann, die Kinder, an den Eingangstüren. Normalerweise werden die ja draußen versteckt, aber wegen dem nassen Wetter werden sie jetzt in der Kirche halt verteilt. Geht ja auch mal so, ne? Prima. Lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja.